Es war eigentlich so ein bisschen, um die Männer zu beschäftigen als ursprüngliche Idee, aber man will sie ja nicht mit irgendwas beschäftigen, sondern es soll ja schon passen und auch was Schönes sein. Und dann waren wir auf der In Magenta damals und die Angela Hübel hat gesagt, wir haben sie dann gefragt, ob sie nicht irgendwie eine gute Uhr wüsste, die zu uns in die Schmuckgalerie passt. Und die hat gesagt, doch, sie weiß da jemanden, der ist nur ein paar Meter weiter. Eine Manufaktur, die für mechanische Uhren steht, Glashütte-Uhren. Und sie ruft da mal schnell rüber und wir sollen uns das doch mal anschauen. Und dann hat sie den Herrn Schottner angerufen, der Gründer von der Firma Nomus Glashütte ist. Und wir konnten dann gleich kommen und der Deal war eigentlich auch schnell gemacht. Das war seit einer halben Stunde und dann hatten wir quasi die Manufaktur Nomus.